Hab Fuß ist schnell verarztet. Der hatte gestern, doch gestern hat er eine kleine OP. Ja, da habe ich kurz das Pflaster neu drauf gemacht. Und geguckt, ob alles gut heilt. So. Ah, hatte sogar schon reingeschrieben. Passt ja. Rechtags ist schon wieder schneller als ich. Unglaublich. Kaya, falls du noch da sein solltest, was sagst du zu meinem Flugviech? Zu meinem Pferdchen? Hallo, Namenlose. Hallo, Masaki. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Glaube, Kai hat sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Da kommen sie. Aber schön, dass die mal nach uns da sind. Für gewöhnlich brauchen sie ja immer ein bisschen länger. Wo ist Kaius? Also Kaya war bis eben noch da. Wahrscheinlich hat sich Kaya wieder betonisiert. Und er sitzt auf dem Scheißhaus. Sein Lieblingsort. Hin und wieder zurück, die Geschichte eines Kajas. Die Geschichte einer Kajalake. Wie bitte, hä? Ja, Kaya, erstens hatte ich dir eine Frage gestellt. Und zweitens habe ich schon wieder vergessen. Beziehungsweise hat Frisches nach dir gefragt. Gefragt. Meine Frage war, was du zu meinem Pferdchen hältst. Einem meiner neuen Pferdchen. Ich kann sie gleich nochmal alle zeigen. Ich glaube, du hast gestern ja nur eins gesehen. Also bis auf das andere Pferdchen, was ich schon hatte. Ich bin in FFC wieder durch und jetzt am Leveln bei der Arena. Ja, da fehlt mir natürlich die Solaris von Walker. Uah. Juhu, Blitzbeispiel. Und alles andere. Gestern Einzel. Warte mal. Huch, das war das Falsche. Also, das hier kennst du ja eh schon. Oder kennt ihr ja eh schon. Hatte ich ja so das ein oder andere Mal schon. Ich glaube, das hier hattest du gestern noch gesehen. Das hier dürftest du, glaube ich, nicht. Kennen? Ich weiß es nicht. Hey. Nee, das kenne ich nicht. Du hast ja gestern noch begeistert bei zugesehen. Ich freue mich schon, wenn ich das mit dir machen darf. Das wird schön.
Der Film dürftest du, glaube ich, auch nicht kennen. Aber erst 250 Kämpfe machen, dann Platz 1 im Pokalspiel. Dann 450 Kämpfe und wieder erster Platz im Pokalspiel. Danach gibt es eine 50%ige Chance, dass das benötigte Item im Pokalspiel bekommt. Ja. Ja! Da musst du aber ganz, 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 ganz viel Glück haben dann. Nice Pferd. Ja! Yeah. Denn das hier. Yep. Ich glaube, das war das von Leviathan. Das Pferdchen. Dann das hier. Nicht die Pferdeshow hier. Weiß ich nicht, ob Walker bei den Kämpfen immer dabei sein muss. Das weiß ich auch nicht. Also ich hatte ihn immer mit dabei, aber ich weiß nicht, ob das so sein muss. Wie lange hast du noch gemacht, dass du alle hattest? Ich glaube, insgesamt haben wir 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Glaube ich. Also eigentlich wollten wir auch nach Shiva aufhören. Aber dann waren wir irgendwie so ein bisschen im Flow und haben gedacht, okay, wir probieren, ob wir Ramu schaffen. Ramu war sehr spendabel, genauso wie Leviathan dann noch sehr spendabel war. Also es hat auf jeden Fall noch ganz gut geklappt. Und das hier kriegt man dann, wenn man alle hat. Ja, und vor allem das Geilste ist, im Hintergrund spielt das Kristall-Theme. Ich liebe es. Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel. Kram will in echt. Und das hat so. Ja. Sieht so leicht aus wie so ein asiatischer Drache. Nur in Pferdform. Pferdeform. Das wird schön, wenn ich das dann mit dir auch noch mache. Mit unseren privaten Chars. Das wird lustig. Freust du dich bestimmt schon drauf. Kai denkt sich jetzt wahrscheinlich nur, nein. Muss ja nochmal log, sorry, ist alles ein bisschen chaotisch. Alles gut. Alles gut. Ich lauf nicht weg. Quasi. Bärchen. Also hier ist einmal noch Ravanna. Kann ich einmal ganz kurz hier ein Ding sehen. Gott, warum geht es immer so schnell weg? Die erinnern mich aber auch an irgendeine Gegnerart aus FF12. In dieser komischen Wüste. Wie hießen die denn nochmal? Jetzt gerade gar nicht. Das stimmt immer noch nicht mit der Kamera. Das ist irgendwie auch. Wie hießen die Viecher aus FF12?
Urotanjensa. So ähnlich hießen die. Das sind die auch. Ja, hier heißen sie aber wenn anders. Hier heißen sie, glaube ich, ja, Gnat. Gnat? Gnat? Guck grad mal. Ja, eine leichte Ähnlichkeit auf jeden Fall. Sehr an sie angelehnt. Sehr, sehr. Warte mal, ich muss dich mir mal angucken. Ja gut, den Bart haben sie für gewöhnlich nicht. Das hier ist ein bisschen anders. Ich glaube, die wurden hier einfach nur umbenannt. Schätze ich mal. Okay, einmal nach da unten. Dann kriege ich immer die gleichen Viecher. Dann bin ich mal gespannt, ob wir Tankred wiederfinden. Achso, der greift mich auch noch an. Zielort. Kampflärm. Womöglich sitzt Tankred da drin in der Falle. Los, schnell! Oh-oh. Oh, nee. Der wieder.
Wir werden euch Ashians vernichten und die Geschichte, die ihr verzerrt habt, wieder in Ordnung bringen. Heldenhaftes Gebaren, doch töricht. Glaubt ihr wirklich, so die Welt retten zu können? Das werden wir, Ashian. Das werden wir. Du bist also die Kriegerin des Lichts, die Retterin Eorzeas. Falls du den Primai erledigen wolltest, kommst du zu spät. Wir haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Er hat eine völlig fremdartige Ätheraura, aber ich spüre keine Besessenheit. Wer seid ihr und warum habt ihr gegen Ravana gekämpft? Los, mal sehen, was die so drauf haben. Was? Den Angriff kenne ich vorher. Nett. Was fällt dir ein, dich einzumischen? Wir wollten uns doch nur freundlich vorstellen. Freundlich? Kriegerin des Lichts, merk dir unsere Gesichter. Wir sind die Krieger der Dunkelheit. Wir beschreiten einen anderen Weg als du, doch unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Oh, bitte nicht. Die Krieger der Dunkelheit. Was hat das bloß zu bedeuten? Ich will es gar nicht wissen. Tankred, du lebst. Hat sich aber auch leicht verändert. Ich würde gerne in Ruhe mit euch plaudern, doch wir sollten von hier verschwinden, bevor die Gnar zurückkommen. Lol. Hallo, Tankred. Tankred.
Tankred, eins muss man dir lassen. Du hast wirklich ein Talent für dramatische Auftritte. Erzähl schon, was war los? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Ich erinnere mich nur noch an unsere Flucht durch die Tunnel und an ein grelles Licht. Dann muss ich wohl das Bewusstsein verloren haben. Und plötzlich lag ich irgendwo weit weg im Gebüsch. Es hat etwas gedauert, bis mir klar wurde, dass ich durch einen antiken Teleportzauber in Sicherheit gebracht worden war. Damit hast du mir vermutlich das Leben gerettet. Danke. Ach, Tankred. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Komfort gewünscht. So war ich mitten in der Wildnis auf mich allein gestellt. Ohne Waffe und ganz nackt von Kopf bis Fuß. Ein Obsidiansplitter diente mir als Messer, mit dem ich auf die Jagd nach Fleisch und Fellen ging. Es war ein harter Kampf ums Überleben, sag ich euch. Meine Suche nach einer Siedlung führte mich schließlich zu den Wart. Tja, und die haben mir ausgeholfen. Der Erzähler der Wart sprach von einem in Fell gekleideten Mann. Das warst tatsächlich du. Tja, der Anblick hätte euch vielleicht amüsiert, aber es war einfach nicht mein Stil. Zum Glück konnte ich die Wart dazu bringen, mir Kleidung zu besorgen, die mir besser steht. Dabei habe ich gehört, wie sie über Ravana redeten und über Fremde, die Jagd auf ihn machen würden. Ja, also wir haben das schon erledigt. Also hast du gehofft, dass wir früher oder später in der Nähe des Primae auftauchen würden? Ganz genau. Allerdings hatte ich nicht mit diesen unfreundlichen Gesellen gerechnet. Die Krieger der Dunkelheit? Der Name verheißt nichts Gutes. Nein. Ich habe einen kurzen Blick auf ihre Vergangenheit erhascht. Sie kämpften gegen eine finstere Gestalt. Einen Ashien, glaube ich. Sie haben gegen einen Ashien gekämpft und Ravana besiegt. Sie müssen über übernatürliche Kräfte verfügen, ähnlich wie die Kraft des Transzendierens. Durchaus möglich. Zum Glück mussten wir noch nicht gegen kämpfen. So das Gefühl, dass wir um einen Kampf nicht drum herum kommen werden. Ach, Minfilia kann ruhig verschollen bleiben. Hätte ich nichts gegen. Ich bin kein so großer Fan von Minfilia. Hinein. Wäre schön, wenn die gute Drachendame jetzt auch reden könnte. Oder wenn mal wieder Texte kommen, die nicht automatisch weitergehen. Nee. Und so schnell kann ich zumindest lange Texte halt nie lesen. Das endet dann meistens im Chaos und Verwirrung.
Aber vielleicht bereit... Ist der Drache ja jetzt bereit, Aishka zu kommen? Rein hypothetisch gesehen. Oh je. Die war aber schnell, dass sie jetzt schon mit Resfäcker geredet hat. Ich glaube, es werden nicht alle in Ishgard so erfreut sein, wenn wir da mit einem Drachen auftauchen. Ja. Der Drache wird wahrscheinlich sowieso wieder vor uns da sein. Irgendeiner wird versuchen, sie zu töten. Und am Ende ist das Geschrei wieder groß. Der Morgenröte das Wiedersehen mit dem verlorenen Freund feierte, schmiedeten ruchlose Agitatoren ein niederträchtiges Komplott. Ein Komplott, das Großmeister Emmerich als Usurpator brandmarkte und in einem feigen Attentat gipfelte. Entsetzt sah das Volk das Blut des Befreiers zerrinnen und damit die Hoffnung auf eine versöhnliche Zukunft. Das Ende des Drachenkrieges war in greifbare Nähe gerückt. Ich will nicht mehr weiter. Doch Ishgards Kampf um den Frieden war noch nicht vorbei. Ne, ich will nicht mehr. Nein. Nein. Einfach nein. Nein, da habe ich was gegen. Nicht unser Pretty Boy. Nee. Nee, ich will das nicht. Nein. Nein. Bitte. Nein. Darf ich mich weigern? Bleib einfach hier stehen und... Ne? Warum müssen eigentlich immer alle sterben, die ich mag? Oder verletzt sein oder... Keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Dieser Besen. Das Spiel ist wie Dark Souls, das will ich leiden sehen. Ja, ich glaube auch. Also mittlerweile glaube ich das wirklich. Es hat einfach was gegen mich.
Ich will gar nicht wissen, wer in den anderen Addons so alles stirbt. Das kann doch nur nach hinten losgehen. Das wird in einem Blutbad enden. Ich weiß es. Na, komm, spuck aus. Ja, ich sag es doch. Er wurde niedergestochen, ja. Leider. Lebt ein Lebensgefahr, ist er tot, ist er nicht tot? Oh Gott sei Dank. Wissen die eigentlich, was sie meinem Herz antun? Also, ich habe so 3-4 Lieblingscharaktere. Und ich habe so das Gefühl, einer nach dem anderen wird dezimiert. Ich meine, Eisherz ist schon weg. Das geht einfach mal so steil bergab. Das ist nicht nett. Nein. Einfach nur nein. Wer denn alles? Oh, wie hieß denn die andere da? Die sich dafür Minfilia geopfert hatte. Die mochte ich auch noch. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie hieß die denn nochmal? Moonbreeder. Moonbreeder. Dann Eisherz. Mein Hasipupsi, Schatzi Emmerich. Und dann dieser, der komische Verräter da. Ilbert oder wie der hieß. Wo ich erst dachte, der wäre nett. Und der sich dann als übelstes Drecksding da entpuppt hat. Also nein. Finde ich nicht gut. Gut, auf Ilbert, ne? Ein Hass. Ja, anfangs mochte ich den voll gerne. Aber es wurde halt immer seltsamer, desto mehr er halt so Seitenstiche gegen, ne, Hanöke da gemacht hat. Mr. Einarm. Und irgendwann war es halt seltsam und dann mochte ich ihn nicht mehr. Aus Gründen. Was meinst du, weswegen ich so entrüstet war? Also, ne, am Ende von A Rim Reborn. Das war so... Nein, das hat mir nicht gefallen. Gut, Nanamo war jetzt nicht ganz so mein Favorit, aber da war ich trotzdem schon geschockt. Aber bei Nanamo wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen. In Stormlord wirst du auch noch Leute kennenlernen, die aber awesome sind. Ja, ich weiß. Ich werde doch so viele kennenlernen. Oh boy. Das darfst du irgendwas gefasst machen. Oh yeah. Ich hab Angst. Naja, erstmal habe ich dann ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests das jetzt noch sind. Ich habe aufgehört zu 10 vorhin. Ich hab mal so 30 bestimmt auch. 30, 35? Nee. Na doch. Bin mir nicht sicher, ob ich es heute bis Stormblood schaffe. Könnte, glaube ich, eng werden. Oder was machst du, Dera? Ich wollte das ja eigentlich gestern schon schaffen, aber mir waren gestern die Ponys lieber. Also ich werde bestimmt wieder bis 01 Uhr rum machen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr eng wird. Ich tempere und crafte.
Seit 60 plus. Sehr cool. Ich nicht. Ich nehme mir da irgendwann mal Wochenende Zeit für oder so. Also nicht um alle zu machen, aber um zumindest eine Klasse mal ein bisschen hochzukriegen. Vorläufig wahrscheinlich erstmal mein Heiler. Ja. Ja gut, stimmt. Und als ich dachte, dass Istola und Tankred weg sind. Wobei Tankred geht. Bei Istola war ich getroffener. Wie gesagt, mit Philia kann ruhig über New Orleans gehen. Die ist mir Humpe. Dahin. Ich mag dich immer noch nicht. Süßes. Na, oh, die Besen gerne in echt. Das wäre cool. Jetzt einfach noch da hinten rum eiern. Toll. Mal sehen, wer sich wieder verläuft. Hallöchen. Priesterkurie. Schicke Brille. Die feiern auf jeden Fall immer noch. Oh ja. Oh Gott. Ich glaube, dass die Menschen da noch viel mehr verlieren werden. Und der Besen putzt weiterhin. Wenn der Besen nicht gestorben ist, dann putzt er auch noch heute. Also das war ja hier Gerrita, ne? Arme Schönheit. Naja.
Nicht hier, richtig? Ja, aber eine Etage drüber. Dachchen. Bye bye. Okay. Die Schwaden. Ist hier irgendwo? Ja, da hinten. Wege der Astrologie. Könnte ich ja rein theoretisch auch nehmen, aber. Nee, machen wir noch nicht. Da hinten ist er. Sehr schön. Habe ich mir fast gedacht. Jetzt wird wieder nicht geredet. Oh, toll. Handumdrehen überwältigt. Ich frage mich, wer da wen festgenommen hat. Also Tataru und Alfino sind ja jetzt nicht so die... Ja, die frechsten. Dann nehmt ihn einfach mit in Gewahrsam und oder jagt einen Pfeil durch den Kopf und dann passt das. Wie die Leute aber immer Angst haben, wenn die halt erwischt werden. Tschüss. Oh Gott. Der Tag ist wieder himmelhoch jauchzend. Ich weiß gar nicht, wer fehlt denn eigentlich noch? Ida fehlt? Minfilia? Papalimo, oder? Oder sind Ida und Papalimo schon wieder aufgetaucht? Und ich hab's mal wieder mal nicht mitgekriegt. Das kann nämlich auch schon wieder sein. Und ich habe irgendwas Nebensächliches mal wieder verpasst. Bye. Juhu, ich darf wieder laufen. Oh. Ob ich diesen Weg irgendwann mal in- und auswendig weiß? Nein, ich glaube nicht. Nein, da muss ich hin. Hallo, Lucia. Ja, wir haben den Brandstifter. War, ja, nicht ganz so schwer.
stimmt. Das ist ein richtiger, ekelhafter Schleim. Was ist das für eine Verlegung? Okay, nehmen wir einfach mal das. Mist, ich ärgere mich, dass ich nicht mitgezählt habe. Eine Hochefand, wie auch immer. Wovor? Ich werde den Namen niemals aussprechen können. Der Gewalttäter ist gefasst. Aber wer hat ihn bloß zu dem Angriff auf Großmeister Emmerich angestiftet? Einer der Papstloyalisten in der Kurie. Vielleicht ein streng Gläubiger. Oder einer, der sich nicht von seinen liebgewonnenen Privilegien trennen möchte. Aber wer könnte das sein? Das hier wird nicht ausgesprochen. Mir fallen mehr ein, als ich zähle. Das macht sich leichter, glaube ich. Also Französisch hatte ich nie in der Schule. Eure Verletzungen. Keine Sorge, mir geht es gut. Die Heiler haben ganze Arbeit geleistet. Wovon? Wir dürfen den Vorfall aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn der Attentäter ein Schloss und Riegel ist, planen die Hintermänner bestimmt schon den nächsten Schritt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bald wieder zuschlagen würden. Jemand, der die eigene Stadt in Brand setzt, lässt sich nicht so leicht vom Ziel abbringen. Sag einfach nur noch, ey Duda. Weiß jeder, was gemeint ist. Großmeister Emmerich, die Basilika. Eine Gruppe Bewaffneter ist dort eingedrungen und hat sich verschanzt. Hab ich's nicht gesagt. Berichte, was ist geschehen? Die Bewaffneten nennen sich die Brüder des wahren Glaubens. Sie haben den Bereich der Basilika gestürmt, der als Notlager für die Obdachlosen freigegeben wurde. Sie haben ohne zu zögern unsere Wachen niedergeschlagen und die dort versammelten Bürger als Geiseln genommen. Geiseln? Haben Sie Forderungen gestellt? Sie verlangen, dass ihr, verzeiht mir, eure ketzerischen Taten mit dem Leben bezahlt. Außerdem fordern sie, dass umgehend ein neuer Papst gewählt und eine neue Regierung gebildet wird. Abgelehnt. Was für ein Blödsinn! Haben diese Narren denn rein gar nichts verstanden? Nein. Warum ist es nur so schwer, sich von dem alten Glauben zu lösen? Warum hängen noch so viele an den Lügen der Kurie? Wir haben es nicht mit rational Denkenden zu tun. Zuallererst sollten wir uns um die Sicherheit der Geiseln sorgen. Dann nehmen wir uns diese Aufrührer vor. Das halte ich auch für das Beste. Für Religion, ja. Die Geiseln. Lucia, nimm dir die Tempelritter, die du brauchst, und sperr die Basilika. Kriege die Religion schon ausgelöst. Keine Maus soll dort herauskommen. Oder die Leute, die zu Befehl etwas zu sehr geglaubt haben. Sichere mit deiner Miliz die Fundamente. In den Schwaben gibt es viele, die nicht gut auf die Kurie zu sprechen sind. Sie warten vielleicht nur auf eine Gelegenheit wie diese, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Aber ich will nicht, dass sie auch als Geiseln enden. Um die Befreiung der Geiseln werde ich mich persönlich kümmern. Kann ich dabei auf die Unterstützung des Bundes zählen? What's up? Guten Abend. Selbstverständlich, Meister Emmerich. Wie geht's dir? Bitte sag nicht wieder in irgendeine Eni rein. Bitte sag nicht wieder in Eni. Bitte sag nicht wieder. Ich danke euch, meine Freunde. Dann werden wir auch diese Krise überstehen. Was bringst du denn zwei? Ja. Lasst mich auch mitgehen. Das ist mein erster Durchlauf. Nicht das erste Final Fantasy, aber das erste Mal Final Fantasy 14. Mir ist es heute auch gut. Also gut. Ein bisschen warm, aber sonst. Ist
alles gut. In Hammersford, da wird's nice. Davor war es sie. Realm Reborn ging, eine siebte Ära, kannst du vergessen. Und ja, ich bin jetzt quasi in diesem Zwischending, glaube ich, von Heavensward und Stormblood. Irgendwas dazwischen bin ich.